Ladies and Gentlemen, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Nur ein Versuch heute. So sind wir. Hallo. Sebastian, Jonathan, Bram und mir, dem Peter. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Heute in Dead Cells, ein Spiel, was es schon lange gibt. Aber wir haben alle einen neuen Spielstand gemacht. Hier sieht man das auch. Und unser Ziel ist es, wer kommt am weitesten oder schafft die meisten Bosse, schafft die meisten Level. Ich glaube, am Anfang gibt es tatsächlich vielleicht sogar nur einen Weg, den man gehen kann. Weiß ich nicht, weil man ja noch gar keine Fähigkeiten hat. Wer schafft die meisten? Wir haben auf jeden Fall das Spiel schon einige Male gespielt, alle. Ja, genau. Ja, deswegen ist das heute mal... Heute ist ein bisschen was anderes. Das heißt, wir sind nämlich dann schon einigermaßen bekannt damit. Bis auf Sepp alle im Urlaub nochmal reingeguckt. Und ich glaube, ich habe am meisten gespielt. Deswegen seht ihr jetzt vielleicht auch mal ein bisschen Skill. Du hast was zu verlieren. Ja, das ist absolut richtig. Also viel Spaß euch und bis gleich. Bis gleich. So, los geht es. Normaler Modus, einen anderen haben wir noch gar nicht freigeschaltet. Ich habe tatsächlich im Urlaub auch neu angefangen. Wir kennen dieses Spiel, wie gesagt, in- und auswendig. Also, in- und auswendig ist vielleicht Quatsch. Aber man kennt zumindest sehr, sehr viel. Aber hab schon alles wieder vergessen. Ich weiß gar nicht, ob das beim ersten Run möglich ist, den ersten Boss zu machen. Also ich muss erstmal reinkommen. Ich hab's jetzt wirklich, wirklich lange nicht mehr gespielt. Irgendwie über ein Jahr nicht. Ja, ja, bla, bla. Jetzt natürlich die Story, die ist komplett irrelevant. Die ist halt wirklich, ich hab die wirklich gar nicht irgendwie vernommen. Dead Cells, mein absolutes Lieblings-Roguelike. Oder Roguelite eher, wie wir ja gelernt haben. Mit Abstand. Ich habe keine Ahnung mehr, wie weit man überhaupt kommen kann. Wir haben keine Heilung. Normalerweise wäre unten links Heilung. Aber wir haben keine Heilung. Ja, ja, bla bla. Ich habe jetzt hier so eine Anfangswaffe. Und zwar einen Bogen oder ein Schild kann ich mir auswählen. Ja, komm, ey, ja, let's go. Aber wir haben ja unsere Gegner, ja. Die gehen uns natürlich auf den Sack. Und die müssen wir besiegen. In dem Fall wäre es so, wenn wir ohne Heilung starten, müssten wir vorsichtig sein. Also ich habe schon mal das Schwert, das ist schon nice. Und dann würde ich, glaube ich... Achso, ne, das ist sowieso nur die Zweitwaffe. Alter, ich bin schon maximal lost, weil ich schon gar keine Ahnung habe, was man hier alles wählen kann. Mal gucken, wie weit wir kommen. Ja, natürlich Bock da jetzt, die Jungs schon irgendwie zu besiegen. Und runter. Jump. Schießen. Drehen. Hauen. Schießen. Schießen. Hauen. Drehen. Drehen. Jump. Hauen. Splash. Und Splash. Weil später, wenn man dann halt das Spiel so ein bisschen gespielt und aufgelevelt hat, dann hat man so viel Heilung, ist scheißegal. Ist alles easy peasy, lemon squeezy. Aber es wäre dann optimal, wenn wir hier einfach dann nicht getroffen werden. Also ich versuch's mal. Ich werde jetzt hier nicht großartig auf crazy Zeiten gehen. Ich werde versuchen, Hardcore zu überleben. Wir sind auch sehr beschränkt in unserem Weg, den wir gehen können. Denn dieses Spiel hat super viele Level, die alle miteinander verbunden sind. Es gibt Bonus-XP, wenn man schnell da ankommt. Ihr wisst schon, was ich meine. Hallo hier. Oh, und da habe ich Schaden bekommen. Nice. Aber wollte ich cool sein? Hat verkackt. Am Anfang ist jeder Schaden halt echt ultra scheiße. Denn du kannst dich halt noch nicht heilen. Und du hast super wenig Leben. Also die 100 Leben sind halt nix. Ich liebe diese Musik. Die Musik ist eine der... Also wirklich von den Soundtracks her ist das eines der besten Spiele, die es gibt. So, wir gönnen uns mal das erste Upgrade. Hier mal gucken. Jetzt habe ich hier verschiedene Wege. Ich kann oben oder unten lang gehen. Gehen wir mal oben lang. Nein! Oh, jetzt habe ich das eingesammelt. Oh, fuck it, ey. Mit Gold kann ich beim Händler Sachen kaufen. Oh. Bossschlag ist sehr, sehr OP. Da würde ich gerne noch ein bisschen Geld sammeln und mir das sehr, sehr gerne holen. Ah, wie viel Gegner habe ich gekillt? 29, ich Vollidiot! Oh, Mann! Wenn man 30 killt, kann man hier noch durch die Tür gehen. Oh, das war nicht smart von mir. Muss ich leider sagen, war nicht allzu smart von mir. Gnade der Verdammten. Ich glaube, zeitmäßig komme ich da nicht. 2 Minuten 7 ist 2 Minuten der...
Es ist 2 Minuten. Das waren 7 Sekunden, dein Scheiß Ernst. Man kriegt bestimmte Boni oder kann durch diese speziellen Türen gehen, die bestimmte Boni geben, wenn man einerseits das Level schnell schafft. Alter, wie dumm von mir. Wenn man einerseits das Level schnell schafft oder eine Summe an Gegnern tötet, ohne Damage zu machen. Gibt es dann auch so Truhen, da sind dann nochmal tolle Sachen drin, zum Beispiel eine neue Waffe. Wir können es probieren. Okay, das ist ein Problem. Hallo, wie viel Damage haben diese Scheißdinger? Die Elite haben wir gemacht, dadurch haben wir jetzt 5% weniger Damage. Ich habe nicht in 2 Minuten das geschafft. Das gäbe dann halt so ein paar Boni. Ich habe es leider nicht geschafft, 30 Gegner am Stück zu killen. Unter anderem, weil hier so blöde Fallen sind, bei denen ich eigentlich immer irgendwie Schaden bekomme. Nice. Weil ich dumm bin. Und, habt ihr gesehen? Ich habe Schaden bekommen, weil ich dumm bin. Ich hätte auf jeden Fall auf die 2400 sparen sollen in dem vorigen Level. Dann hätte ich nämlich den Frostschlag bekommen und damit wäre sehr viel gewonnen, weil der Frostschlag ist gerade am Anfang total OP. Man kann jetzt hier unterschiedliche Arten und Weisen dieses Spiel spielen. Man versucht möglichst zügig bis zum Ende zu kommen und dabei möglichst wenig Gegner zu sehen. Weil man dadurch auch wenig Damage nimmt. Wenn du immer, je weniger Kämpfe du hast, desto weniger Damage nimmst du, logischerweise. Aber dadurch entgeht dir halt die Möglichkeit, gute Items zu finden. Denn es ist hier alles immer zufällig, was du findest an Items. Nicht komplett zufällig, manche musst du erst freischalten. Wo ist denn dieses... Ich bin tot! Ach, Schmutz! Wirklich, ich bin da gestorben, wo ich es erwartet habe. Aber das war auch gemein. Da war dieser, ich mach Invincible-Turm und diese Teleport... Ach, das ist doch Schmutz. Ist ein Geheimweg noch? Nein, bringt uns nichts, weil das ein Assassin-Dolch freischaltet, den wir eh nicht nutzen werden. Zwischendurch gibt es hier noch so Adventure-Map-Vibes. Okay, war knapp. Und dadurch haben wir uns eine goldene Truhe verdient mit Knüppel 3. Das ist einfach ein scheiß Schild. Das will ich aber nicht. Schild, ich spiele nicht Schild. Langes Game. Wir scheißen auf die Blutkombi. Tatsächlich. Und gönnen uns den Frostschlag. Denn der Frostschlag ist königlich. Der Frostschlag sorgt dafür, dass die Gegner eingefroren sind und sich nicht wehren können. Boah! So, eingefroren, kriegt aufs Maul. Eingefroren, kriegt aufs Maul. Und zack, erledigt. Ah, da kam ich noch nicht durch, weil ich noch eine Fähigkeit nicht habe. Du kannst auch mit der Zeit, wenn du halt irgendwo weiterkommst, kannst du, da kriegst du neue Artefakte, die du freischaltest, wenn du irgendwie einen bestimmten Boss besiegt hast oder sowas. Dann kommst du dann an verschiedenen Stellen im Level halt dann weiter. Was halt ziemlich cool ist. Dadurch erschließt sich dann neue Wege und es wird halt einfach, es gibt neue Bosse. Du hast halt einfach mehr zu entdecken in dem Spiel. Das ist wirklich ein sehr, 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 sehr gutes Roguelite-Spiel. Ah, mit dem Vorschlag ist super. Dadurch könnten wir jetzt recht weit kommen. Ich glaube, hier unten noch was ist. Ah ja. Ups. Ein Problem. Lass das sein. Und dieser Frostschlag ist außerdem noch so eine AOE-Damage, der dafür sorgt, dass diese kleinen Mistviecher, die dann so manchmal angeflogen kommen, also diese Fliegedinger, die haben einfach so wenig Leben, dass die einfach davon mitgetroffen werden. Nein! Da komme ich dran, das wusste ich nicht, dass mich das trifft, wenn ich hier runterlaufe. Oh, das war's mit der 60er-Streak, Mann. Da haben wir jetzt sogar relativ viel abgedeckt. Wir haben da fast das kommt. Nice, wir haben die 8 Minuten auch geschafft. Oh mein
Gott. Ausbalancierte Klinge 5 plus und 175% Schaden gegen ein gefrorenes Ziel. Das ist ja insane. Da muss ich mir die anderen Sachen ja gar nicht angucken. Scheiß auf das Blutschwert. Ah, nee, wir kriegen unsere erste Fähigkeit. Es kommt ein Elite-Gegner. Hallo. Er hat einfach sehr viel mehr Leben. Aber ist der besser? Nein. Also nicht für uns zumindest. Da gehen wir ja durch. Wir gehen hier komplett durch wie Buddha. Guckt euch an. Können wir Pflanzen wachsen lassen. An bestimmten Stellen. Krankenrune. Ja. Oh. So. Kann ich da hochklettern? Nein! Ich hab verkackt. Ich war zu geil auf Flow. 32 Zellen. Mache ich das verwerten? Das bringt mir eigentlich nur ein bisschen Gold. Vielleicht mache ich einfach die Medizinfiola, damit ich sogar 2 Level hinkriege da drin. Das wäre auch mega smart. Und auf geht's auf die Gefängnisdächer. Danach kommt der erste Boss, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Die Gegner haben halt auch jetzt in dem Level schon deutlich mehr Leben. Achso, hier geht's gar nicht weiter. Oh, wow. Ah ja, geil. Wir schaffen es nicht, 60 Gegner... Oh, das war dumm. Wir schaffen es nicht, 60 Gegner am Stück zu killen, ohne Damage zu bekommen. Da könnte ich jetzt mal irgendwas... Ja, okay, Infanteriegranate ist gut. Das ist jetzt unsere erste Fähigkeit für die Schultertasten. Das ist einfach eine Granate, die geworfen wird. Oh mein Gott, direkt unten in... Nein, da hat mich das Vieh getroffen. Scheiße. Ja, also das ist eigentlich die Map, die man machen kann. Aber wie gesagt, hier unten kommen wir noch nicht hin. Da kommen wir nicht hin. Und hier, ja, so weit haben wir noch gar nicht. Erst hier wäre der nächste Ort. Oh geil, noch ein Elite. Oh! Verdammt für ein Schaden. Ja, ist nur so ein Hurenschild, gieriger Schild, Alter, interessiert mich nicht. Das ist ja eine Verarsche. Eine Verarschungstruhe. Ah. Okay, war easy. Ich bin krass. Arschloch. Absolut unnötig gewesen. Was noch ist alles easy. Noch fühle ich mich wohl hier. Was soll das denn jetzt, Jungs? Oh Gott. Da war ich kurz unaufmerksam. Ja, das macht halt mit den Fähigkeiten, ist halt schon mal geil. Wenn du da die richtigen hast, ey, dann kommst du noch mal deutlich weiter. Ist nicht unbedingt der erste Boss, aber ist beim ersten Mal spielen auf jeden Fall der erste Boss, der Portier. Und ich weiß noch, wie er uns richtig hart auf den Sack ging. So, erster Boss. Jetzt hoffen wir mal dafür nicht verkacken. Der erste Boss. Da kann man durchaus mal dran sterben. Ich hoffe, ich überlebe es. Wäre schon nice, der Portier. Nein. Der Portier. Der erste Endgegner im Spiel. Jetzt hat er leider. Lange hat er mich noch nicht getroffen. Ich glaube, es gibt sogar ein Upgrade. Wenn der einen nicht trifft. Immer wenn dieses Geräusch kommt, dann ist er leider... Oh. Ja, schade. Er hat uns Damage gemacht. Wir standen auf der falschen Seite. Aber ich mache halt fast gar keinen Schaden. Ah, nein! Okay, er hat mich schon getroffen. Schade. Aua. Nein. Nein. Sehr gut. Lass das mal sein. Er kriegt aber auch gerade alles ab, ey. Nein! Oh, au, au, au. Ja, dieses rote Schild macht uns halt leider Damage. Muss ich jetzt auch wieder schnell durch. Lass das. Nein, nicht springen. Chill. Deine Balls. Ah, jetzt rast sie. Jetzt ist ein... Oh mein Gott. Da haben wir ihn weggemacht, die Sau. Ja, kein Thema.
Oh. Kann mich heilen einmal. Ja. Geil. Haben wir gemacht. Leider nicht ohne getroffen zu werden, weil da gibt einen Bonus. Was haben wir denn da? Multibogen? Nein. Okay. Langsam wird's anstrengend hier. Oh, okay, haben wir einen. Puh, das Geschütz hat gut geholfen, dass es parallel da weiter. Oh, nice. Da ist der Frostschlag, den wir haben wollten, statt dem Scheißbogen. Ganz viele Items. So, der hat uns Damage gemacht. Wir kommen also nicht in die Extra-Tür. Aber wir haben unter 15 Minuten geschafft und damit kommen wir in die Extra-Tür. Wir kriegen ein neues Artefakt. Ich glaube, Time Runs kann sie jetzt freigeschaltet, oder? Ist auch irgendwas. Ah, tägliche Herausforderung dann das. Okay, weiter geht's. Nächstes Level. Das Assassin-Dolch ist ganz gut, glaube ich. Den kriege ich nämlich jetzt, wenn ich das einmal freigespielt habe. Nein! Ich habe den verkauft, ich Idiot! Ich wollte den nehmen. Scheiße. Ja, jetzt hätte ich eine neue Waffe haben können. Die grünen, die spawnen so kleine Viecher, die einem hinterher rennen. Und die Viecher, die da gerade von oben gekommen sind, die anderen grünen Viecher, die aber fliegen können, die wie grünen Fliegedinger quasi, die explodieren richtig schön und machen dabei ordentlich Damage. Fuck! Gib mir eine neue Waffe. Eisgranate will ich nicht. Aua! Oh, da war eine Falle. Was? Ah, das ist kurz vor knapp nochmal umgedreht und wurde leider auch nicht von meinem geilen Scheiß da an. Oh, hallo. Hätte ich mal die neue Waffe gehabt, ey, das wäre so viel besser gewesen. Oh. Die verfluchte Schatztruhe bringt geile Sachen, aber ich muss 10 Gegner killen am Stück, ohne Schaden zu kriegen, sonst bin ich instant tot. Oh! Na, ja, der Multibogen, den wollen wir auch nicht. So, 10 Gegner, ihr seht es. Ich darf gar keinen Schaden kriegen, nicht von irgendwas. Oh! Ja, gibt immer eine Gegnerart, die absolut zum Kotzen ist. Boah, in welcher Geschwindigkeit wir hier durchgegangen sind. In welcher Geschwindigkeit wir hier durchgehen. Das ist eigentlich kein Speedrun. Aber wie gesagt, je weniger Damage man macht, desto besser und zwischendurch wird man ja auch belohnt, wenn man zügig ist zwischen den Leveln. Das ist jetzt natürlich noch ein bisschen gefährlicher, hier jetzt sich fortzubewegen. Das ist Toter. Gehen da oben erstmal hin, weil der ist gefährlich. Und das war der Run. Mann. Und solange wir noch looten können, sollten wir das tun. Glockenturm, eines meiner Lieblingslevel. Geile Musik, geiles Feeling, meiner Meinung nach. Wichser. Und so musst ihr uns dann in Holland vorstellen, ne? Komplett im Flow. Konzentriert vom Rechner. Stundenlang nichts sagen. Im Zweifel. Und einfach abgehen. Aua. Das musste nicht sein. Ja, mal direkt an. Also bei diese Türen hier, die mit dem, die da unter mir ist, die kann man aufmachen, sobald man Spiel mehr. Wichser. Haben jetzt auch wieder volles Leben, weil wir zwischendurch so Essen gefunden haben. Deswegen heile ich mich auch nie direkt, wenn ich Leben bekomme, weil ich die Hoffnung habe, dass ich vielleicht noch irgendwas zu essen finde, was es mir vereinfacht. Ist das für eine Tür? Jawohl. Die lohnt sich natürlich auch. Was schon, egal. Okay, außer das. Oh. Wir sind jetzt zwei. Nein, finde ich doof. Dann stellen wir uns dem nächsten Boss.
Das Gute ist, die meisten können auch nicht ebenenübergreifend gucken, sondern die sehen einen nur, wenn man auf der gleichen Ebene ist. Manche können allerdings ebenenübergreifend gucken, das ist ein bisschen doof. Ab geht's. So, gucken wir mal, was wir die machen. Die Hüterin der Zeit kommt nämlich jetzt. Und wir hauen schön auf die... Hallo. Hallo Hüterin der Zeit, komm. Oh. Irgendwas zu Ende. So, jetzt haut sie ab. Besiegt. Was ist das? Nein. Nächste Phase. Nicht gut. Die ist in meine Falle gelaufen, genau da, wo ich dich haben wollte. Und damit haben wir sie besiegt, relativ schnell. Also das ist übrigens nicht normalerweise, wie der allererste Try für einen bei diesem Spiel läuft. Zumindest nicht, wie mein allererster Try lief. Also ab zur Gipfelburg. Vorletztes Level von dem Boss für den ersten Durchgang. Das könnte ja mal interessant werden hier. First Try. Sind wir jetzt hier schon beim vorletzten Level oder beim letzten Level vom letzten Boss? Sagen wir mal so. Langsam ist unsere Ausrüstung nicht mehr ganz zeitgemäß, vor allen Dingen unsere Hauptwaffe. Da brauchen wir jetzt viele Schläge für, um die Gegner zu killen. Oh. Wir müssen hier als Ziel, müssen wir mindestens zwei Schlüssel sammeln, um bis zu der Hand des Königs zu kommen. Um diese Schlüssel zu erhalten, müssen wir mehrere Elite-Gegner besiegen, denn die lassen dann den Schlüssel fallen. Ach, das ist nicht vor den gegangen. Ich dachte, der dreht sich irgendwann vielleicht nochmal um. So. Ja, unseren zweiten Burgschlüssel. Zwei brauchen wir. So. Bitte was? Fuck you. Ja, egal, wir gehen erstmal kurz da rein, weil da einer der Gipfelschlüssel drin ist. Oder auch nicht? Doch, kommt's jetzt? Nee. Ah, das ist einfach nur ein Sorry-Raum. Hier vielleicht langer Gang? Nee, da ist die rote Tür, die will ich aber gar nicht. Hinter der roten Tür gibt's den dritten Schlüssel, den brauchen wir aber nicht. Dann hier. Halt doch's Maul, ey. Oh. Etwa. War 20 Gegner, ohne getroffen zu werden. Langsam ist eng. Kein Leben mehr. Ausgang wäre jetzt nice. Das wollte ich noch. Flüche, immer schlecht in dem Spiel. Fuck. Guck mal, wie weit die anderen gekommen sind. Aber wir haben es zumindest bei unserem allerersten Try mit einem neuen Speicherstand bis zum Endgegner geschafft. Nämlich die Hand des Königs. Jetzt seinen König beschützt. Jetzt gegen uns kämpfen. Scheiße. Wäre eigentlich wichtig gewesen, wenn er mich da nicht erwischt hätte. Aber man kann nicht alles haben. Okay, jetzt haben wir kurz. Erste Phase ist durch. Wir kämpfen gegen Fickgegner. Aber das ist gar nicht so schlimm, weil die uns bei unserem Schwert zumindest, die sorgen dafür, dass wir mehr Crits machen. Nämlich ganz cool. Oh. Ist eigentlich auch ganz witzig, dass der da hinten die ganze Zeit rumsteht. Na schade, jetzt hat er uns erwischt. Ja, lass das mal schön sein. Wir heilen uns mal kurz.
Nee, mach den mal jetzt nicht für den. Hör auf damit. Was ist das? Ja, da kannst du drin bleiben. Nein! Oh. Oh, das finde ich jetzt aber nicht so gut. Oh, wie viel Damage kriegt denn ihr? Haltet ihr denn aus? What the? Fuck, das ist nicht gut. Das ist überhaupt nicht gut. Das ist jetzt gerade irgendwie nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe. Wo habe ich den weit runtergekriegt, den Ficker? Okay. Ja, da ist ärgerlich. Ich habe da zu viel Damage bekommen, als ich gegen die NPCs gekämpft habe, da gegen die Ads da. Mann, aber ich fand, das war ein ganz nicer Try für einen neuen Speicherstand, direkt bis zum Endboss kommen und da dann den, wie viel Prozent hatte er noch? 20. Das war schon ganz cool. Mal gucken, wie die anderen es erlebt haben. Unsere Versuche sind vorüber. Das ist richtig. Ja, wie wollen wir es machen? Bosse abgehen? Ja, würde ich auch sagen. Warum können wir damit anfangen, oder? Okay, Boss 1, der Portier in meinem Fall. Weiß gar nicht, ob es einen anderen gibt beim ersten Try. Glaube ich nicht. Wie sieht denn der aus? Das ist der erste Boss. Ah, okay, habe ich nicht gesehen, bin raus. Ja. Den habe ich easy gelegt. Ja, easy. Der war gar kein Problem. Okay, die Hüterin der Zeit. Ja, easy weg. Easy weg. Fluchtruhe gestorben in den Schreinruinen. Ich wollte das geilere machen, das geilere Level. Ah, okay, nice. Aber das ist kein Unterschied, ob ich in der Fluchtruhe in den Ufersiedlungen gestorben wäre oder in den Schreinruinen, aber da bin ich halt leider gestorben. Nicht bis zum zweiten Boss, ja, okay. Weil ich gefailt habe an der einen Stelle. Dann bleibt nur noch Hand des Königs. Das ist richtig. Hast du die gemacht, Peter? Nein. Auch nicht. Ich bin da gestorben, der hatte noch irgendwie 20% Leben oder so bei der Hand. Okay, ich bin beim Fluch in der Gipfelburg gestorben. Au! Oh, sehr gut! Ja, Alter. Stark, Alter. Aber trotzdem bis zur Hand des Königs im ersten Try kommen, das ist schon wild. Ja, fast ja. Auch besiegt, aber das musste ich jetzt auch ein bisschen meine Ehre hier retten, dass ich diese Runde auch hole. aber ja, ich habe extra Flüche genommen, damit es schwieriger für uns ist, ne? Ja, danke schön. Danke für euch. Aber gleichzeitig ich wollte Risiko gehen. Also. Ja, das ist ja auch, das kann man ja auch dann für geilere Gegenstände nutzen. Ja, yeah, genau. Also kann man machen, aber habe ich mich gegen entschieden. Ich habe keine genommen. Peter, du bist einfach der Dead Cells Meister. Ja, danke schön. Ja. Tier. Und danke vielmals euch fürs Einschalten. Bis dahin, haut rein. Ciao.